Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und willkommen zurück zu einem neuen React. Wir sind wieder auf dem Kanal von Iceberg Team, Zweitkanal des dritten Parabel des dunklen Parabelritters. Und gucken uns die neuesten Iceberg an. Die Nummer 16, Gerüchte von Orlior, Birtherism und Dolchstoß. Mal gucken, was da diesmal für nette Verschwörungstheorien dabei sind. Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen. Wir haben ja schon festgestellt, dass es sehr unterschiedliche Arten von Verschwörung gibt. Manche sind in ihrem Ursprung einfach nur lustig und auch nicht wirklich ernst gemeint, wie etwa das Tauben-Abhördrohnen sein. Und dann gibt es noch solche, die wirklich einen bösen oder gefährlichen Ursprung haben. Gemeinsam haben beide Arten, dass sie in der Realität ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen können. Denn ja, auch dass Tauben eigentlich Abhördrohnen sind, hat es in das Portfolio ernsthafter Dauerschwurbler geschafft und ist nun ein weiterer Stein in ihre Mauer aus Desinformation. Von der zweiten Sorte, also denen, die von Anfang an gefährlich waren, nehmen wir uns heute drei Stück vor. Freunde, das wird ernst und ernsthaft und detailreich, also wirklich jetzt. Macht euch auf tiefe Abgründe gefasst. Aluhüte auf, Schotten dicht, wir gehen auf Tauschstation. Wir starten mal wieder mit den politischen Grabenkämpfen in den USA. Dass Michelle Obama laut ein Mann sein soll, das hatten wir bereits erwähnt. Was passiert hier gerade? Aber auch ihr Gatte blieb vor den abstrusesten Gerüchten selbstverständlich nicht verschont. Der 44. Präsident der Vereinigten Staaten. Hä? Was passiert hier gerade? Haben wir uns wohl einen kleinen Tonstreich gespielt. Okay, also wird es wohl aufhören, hoffe ich. Staaten wurde am 4. August 1961 auf Hawaii geboren. In Honolulu, um genau zu sein. Und das ist ein Fakt, den man schwer anzweifeln kann. Es gibt nämlich auch eine Geburtsurkunde, eine Zeitungsanzeige. Freunde seiner Mutter erinnern sich an den Tag seiner Geburt. Also es gibt eine ganze Menge, das dafür spricht, dass das passiert ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass man daraus nicht einen hervorragenden Verschwörungsmythos basteln könnte. Willkommen in der Birtherism-Bewegung. Ja, wie Geburtismus. Und bei diesem Namen, ne, da erwartet man jetzt schon. Also wieder was, was von den Republikanern kam, um politische Macht zu streuen und Zwietracht zu sehen. Schon, dass die was richtig Großes zur Welt gebracht haben, oder? Tja, das haben sie irgendwie auch, denn die Auswirkung dieses Mythos hat eine politische Perspektive und einen nicht unbedeutenden Einfluss. Die Schmutzkampagne gegen Obama ging nicht erst mit seiner Präsidentschaftskandidatur los, auch wenn sie da dann so richtig in Fahrt gekommen ist. Tatsächlich kamen schon 2004 Behauptungen auf, dass Obama im Geheimen eigentlich ein Muslim sei. Sein zweiter Vorname ist ja Hussein. Primärquelle davon war der, ich sag mal, nicht besonders erfolgreiche Politiker Andy Martin aus Illinois, der eine, ich sag mal, seltsame Agenda verfolgte, indem er auf Biegen und Brechen versuchte, irgendein politisches Amt zu bekommen. Völlig egal, Demokraten, Republikaner, er bewarb sich für beide. Völlig erfolglos und zusätzlich dazu schickte er auch noch 250 politische Anklagen in ganz Amerika zu den Gerichten. Ja, also Gerichtsverfahren sozusagen als Hobby. Dabei ist das etwas, das ich eher von deutschen Rentnern erwarten würde. Sein politisches Dauerversagen seit den 70er Jahren könnte vielleicht aber auch daran gelegen haben, dass er ein Vollblut-Verschwörungsmystiker ist. Beispielsweise nannte er seine politische Kampagne 1996 The Anthony R. Martin Trigona, so heißt er wirklich, Congressional Campaign to Exterminate Jew Power in America. Uiuiuiuiuiuiui. Das ist auch wieder was ich eher von deutschen Rentnern erwarten würde. Düster. Mit dem Wissen über den antisemitischen Hintergrund ist es dann doch relativ erstaunlich, dass er dann, als Obama für den Senat kandidierte, meinte, dass Obama als Würdenträger muslimischen Glaubens dann Israel bedrohen wollen würde. Und man das ja verhindern müsse. Aber wer weiß, vielleicht ist Martin ja auch nur gegen US-amerikanische Juden. Oder hat versucht, sich mit so einer Aktion und Aussage dann wieder reinzuwaschen. Ja, dass er scheinbar für die andere Seite Partei ergreift. Bei anderen Spielarten der Idee wird dann behauptet, Obama sei in einer indonesischen Madrasa, also einer Koranschule, ausgebildet worden und schon seit frühester Kindheit in islamistischer Ideologie verankert. Als dann ein paar Jahre später andere Martins Idee okkupierten, kam er mit einer neuen um die Ecke,
ja, man muss ja im Gespräch bleiben, und widerlegte sich selber. Eigentlich sei Obama eigentlich Sohn von Frank Marshall Davis, einem afroamerikanischen Journalisten und politischen Aktivisten, der in den 1940er und 50er Jahren für eine Zeitung auf Hawaii schrieb. Und dieses Magazin wurde vom Komitee für unamerikanische Aktivitäten des Repräsentantenhauses als Front für die kommunistische Partei der USA beschuldigt. Martin behauptete, dass er dies auf einer Reise nach Honolulu entdeckt habe, obwohl er keinen wirklich stichhaltigen Beweis dafür anbieten konnte. Ha, ein muslimischer Kommunist also, das klingt wirklich nach dem amerikanischsten Feindbild aller Zeiten. Tatsächlich zog er dann auch vor Gericht in der Sache Obama, und zwar gegen Hawaii, und erforderte die Herausgabe der Geburtsurkunde. Jedenfalls diese Gerüchte, die nahmen dann rasant an Fahrt auf, vor allen Dingen als Obama dann 2007 seine Präsidentschaftskandidatur verkündete. Seine Kampagnenhelfer betonten im Wahlkampf dann unermüdlich seinen christlichen Glauben, das half nur bedingt. Ja, selbst sein Pastor wurde zum Wahlkampfthema. Dem politischen Erfolg Obamas tat das dann allerdings keinen Abbruch final, und so musste dann eben noch eine neue Erzählung her. Und im Wahlkampf 2008 wurde dann per Kettenmail das Gerücht populär, dass Barack Hussein Obama eigentlich gar nicht berechtigt sei, sich um das Amt des Präsidenten zu bewerben. Aber Hawaii gehört doch zu den USA. Wie soll denn das jetzt funktionieren? Naja, weil er kein Amerikaner sei. Er sei nämlich nicht in Hawaii, sondern in Kenia geboren, also dem Land, aus dem sein Vater ursprünglich stammte. Demnach sei Barack kein geborener US-Bürger und somit auch nicht berechtigt, als Präsident zu kandidieren. Dass seine Mutter US-Bürgerin ist, spielte da irgendwie keine Rolle. Ich meine, dass das natürlich einen rassistischen Background hat, das brauche ich hier jetzt nicht nochmal erwähnen, oder? Ja. Es kursierten jedenfalls mehrere Varianten dieser Theorie. Es wurden zum Beispiel Einwanderungsgesetze neu interpretiert, und man berief sich auf nicht existierende Gesetze des Außenministeriums. Also man zog da wirklich an allen Registern, und tja, was soll ich sagen, die Rechten, die kennen ihre Rechte, also zumindest glauben sie das, hat allerdings alles nichts geholfen. Als dann die Gerüchteküche überzubrodeln drohte, wurde dann eine Kopie von Obamas Geburtsurkunde veröffentlicht und von der unparteiischen Website factcheck.org überprüft, und wer hätte es gedacht, sie war echt. Natürlich könnte es sein, dass Obamas Großeltern seine Geburtsanzeige nur veröffentlicht hätten, um sie bei einer möglichen späteren Kandidatur ihres Enkels vorlegen zu können. Ich denke mal, ja, genau. Wenn es einen solchen Komplott gegeben hätte, dann hätten sie auch jedes Recht gehabt, damit durchzukommen. Ja, die Birther, die sehen das anders, die waren davon nicht überzeugt. Genauso wenig waren sie vom Longform-Dokument überzeugt, das dann schließlich im April 2011 veröffentlicht wurde. Obwohl das wiederum eigentlich nur die betreffende Person einsehen, die aber wiederum nicht kopieren oder veröffentlichen darf. Auch die offizielle Erklärung des Gesundheitsministeriums von Hawaii brachte da bei vielen dann auch keine Veränderung mehr herbei. Der damalige Pressesprecher des Weißen Hauses, Robert Gibbs, was halt auch egal ist. Die können Beweise sehen, so viel sie wollen. Das ist irrelevant. Beweise sind dafür irrelevant, weil die Leute sagen einfach weiterhin, glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Egal, was du ihnen zeigst. Die könnten dabei sein, sie würden es immer noch nicht glauben. Gibbs fasste 2009 all die Quatschgeschichten, die rund um Obamas Geburt da zutage getreten waren, resigniert mit einer Aussage zusammen, und zwar, dass man so ein Skript nicht mal in Hollywood verkaufen könnte. Eine ganze Flut von Gerichtsverfahren versuchte Obama nach seinem Wahlerfolg davon abzuhalten, den Eid abzulegen. Übrigens, Belege für eine gefakte Staatsbürgerschaft legten die Birther, Überraschung, nie vor. Es gab aber einige wirklich kreative Ansätze, alternative Fakten zu schaffen. Der bekannteste Fall dürfte eine gefälschte Geburtsurkunde aus Kenia sein, die ihr anonymer Erschaffer damit kommentierte, dass das edle Druckerpapier ihn $11 und der Tintenstrahldrucker $35 gekostet habe, das Hochnehmen der Börfer allerdings unbezahlbar gewesen sei. Da wurden die Verschwörer wohl von einem Verschwörer aufgemischt. Herrlich. Und wir haben hier ein perfektes Beispiel dafür, dass reine Fakten bei einigen Verschwörungsanhängern nicht weiterhelfen. Und das kann man sogar an Zahlen darstellen. Die 2011er Veröffentlichung der Urkunde führte dazu, dass die Anhängerzahl der Birtherism-Theorie etwas zurückging. Also laut einer Gallup-Umfrage zum Thema glaubten anschließend immerhin 47% der Amerikaner wieder, dass Obama definitiv in den USA geboren ist. Nicht 50 oder mehr, 47. Vor der Veröffentlichung der Urkunde waren es nur 38%. Und 18% halten seine Staatsbürgerschaft zumindest für wahrscheinlich. Immerhin noch 13% blieben dabei, dass der Präsident wahrscheinlich oder definitiv in einem anderen Land geboren sei. Und deswegen sage ich,
Es gab einen nicht unerheblichen, auch politischen Schaden, der angerichtet wurde durch dieses Komplott. Und natürlich war es auch ein Werkzeug, mit dem sich vor allem konservative Aktivisten eine größere Bedeutung zuschanzen konnten. Sie profilierten sich, indem sie die Birtherism-Theorie in der Öffentlichkeit vertraten. Und ich gebe euch mal eine Sekunde, um drüber nachzudenken, welches sehr prominente Beispiel das getan haben könnte. Trump vielleicht? Genau. Donald Trump. Um dann wiederum ein paar Jahre später so zu tun, als hätte er damit nie etwas zu tun gehabt. Ja, so ein typischer Trump-Move. Nicht mal ein typischer Trump-Move. So ein typischer Populisten-Move. Viele weitere Republikaner distanzierten sich dann später von der Birtherism-Bewegung, also auch führende Republikaner tatsächlich, aus Sorge um den Ruf ihrer Partei. Aber wenn man sich die aktuelle konservative Partei so anschaut, puh. Ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Was für ein Ruf, sage ich da. Das ist schon eine irre Geschichte mit einem nicht unerheblichen Einfluss. Aber wieso glaubt man sowas? Naja, also die Gründe der Anhänger sind vermutlich sehr individuell, aber eine Prädisposition, Obama schlicht nicht zu mögen, weil er der erste nicht weiße Präsidentschaftskandidat war, scheint wirklich nicht abwegig. Aber wie so oft gab es auch hier einen kleinen Kern, um den diese Geschichte dann wachsen konnte. 1991 druckte Obamas Literaturagentur Acton & Dystel eine Werbebroschüre, in der Obamas Geburtsort falsch identifiziert wurde und erklärte, Obama sei in Kenia geboren und Indonesien und Hawaii aufgewachsen. Und dieser Fehler wurde später in eine Biografie aufgenommen, die bis April 2007 auch noch auf ihrer Website veröffentlicht blieb. Der Herausgeber der Broschüre sagte, dass diese falschen Informationen, die erst 2012 allgemein entdeckt wurden, ihr Fehler gewesen seien und nicht auf irgendetwas beruhten, was Obama ihrer Agentur zur Verfügung gestellt habe. Und hat man nun einen starken Anreiz, solche Punkte zu benutzen, um darum eine große Schmierenkampagne zu bauen, die für viele dann ebenfalls von Interesse ist, sie zu verbreiten, ja, beginnen Verschwörungserzählungen zu wachsen und zu gedeihen. Die Hautfarbe, dann noch der muslimische Name und die liberalen Ansichten, das dürfte für viele, viele Amerikaner mehr als genug Gründe gewesen sein, Obama als andersartig, fremd im Sinne von nicht von hier abzustempeln. Rassismus eben. Und den Hass auf das Fremde, den gibt es in vielen verschiedenen Variationen. Das zeigt auch unser nächstes Beispiel. Die folgende Geschichte wäre für uns hier in Deutschland eigentlich schon auf Level 2 des Eisbergs. In Frankreich ist sie aber tatsächlich sehr bekannt. Deswegen würde ich sagen, offiziell sind wir immer noch auf Level 1. Aber ganz knapp, Leute, ganz knapp. Also schauen wir mal nach Frankreich und zwar ins Jahr 1969. Wenn ich euch die Stichworte Jungfrau und Orléans gebe, dann denken die meisten von euch vermutlich an Jeanne d'Arc. Und das ist falsch, weil um die geht es jetzt hier überhaupt nicht. Sondern um die drei großen M's. Na, was sind die? Mal ein paar Vorschläge in die Kommentare. Ich lasse euch aber nicht allzu lange darben, ich löse das mal auf. Die drei M's sind nämlich Menschenraub, Massenhysterie und Mädchenschulen. Jetzt seid ihr gespannt, nicht wahr? Ha. Dann lasst mich euch mal die Geschichte erzählen, das Gerücht von Orléans. Und dafür begeben wir uns in genau diese Stadt, in das Jahr 1969. Orléans liegt 130 Kilometer südlich von Paris und ist eine Provinzhauptstadt. Und in ihr ging damals ein grausiges Gerücht um. Man sprach von drei Frauen, die in einem Damenbekleidungsgeschäft in der Rue de Chariot mit Chlor betäubt, geknebelt und im Keller des Ladens versteckt worden sein, um nach Einbruch der Nacht durch ein Tunnelsystem ans Ufer der Loire gebracht zu werden. Immer diese verdammten Tunnel! Wieso sind denn überall Tunnel? Ist das vielleicht darauf zurückzuführen, dass wir früher in Höhlen gelebt haben und dieses Gefühl, immer noch in einer Höhle zu sein, weiterlebt? Von dort aus sollten sie dann nach Tanga, Buenos Aires oder Caracas verschifft worden sein, um dort fortan ihr Dasein als Prostituierte fristen zu müssen. Was? Aufgeklärt wurde das schreckliche Verbrechen nur, weil der Ehemann einer der Frauen vor dem Geschäft vergeblich auf seine Frau gewartet hat und die Polizei rief. Und diese entlarvte dann den geheimen Menschenschmugglerring, der sich aus bis zu 8 jüdischen Ladenbesitzern zusammensetzte. Und man befreite die Opfer. Juden? Okay. Tunnel. Das ist das Schlangen und Leitern der Verschwörungsschwurbler. Wir müssten, glaube ich, wirklich mal einen Counter für diese Themen einführen. Bei diesem Verschwörungsmythos handelt es sich um eine wirklich absurde Geschichte, meine Lieben. Und das sogar ganz ohne Riesen oder Illuminaten. Schon irre, oder?
aber zumindest mit Juden. Sonst wäre das ja auch einfach nur so eine Not-so-True-Crime-Story. Klingt auch ein bisschen wie der Plot von irgendeinem Schriftsteller, oder? Ja, ganz genau. Die Story war frei erfunden und stammte ursprünglich wohl aus dem Buch des Autors Stephen Barley, das etwa ein Jahr zuvor erschienen war. In dem Roman ging es allerdings nicht um Juden. Jedenfalls das Gerücht, das war jetzt in der Welt und verbreitete sich mit enormer Geschwindigkeit. Das Faszinierende ist, für ein solches Gerücht braucht es noch nicht mal Vermisstenmeldungen, Suchaktionen, Ermittlungen oder irgendetwas, das auf einen solchen Fall tatsächlich hinweisen sollte. Ja, es gab einfach keine vermissten Menschen. Aber Details, Leute, Details. Eine richtige antisemitische Panik machte die Runde. Die Nonne einer Klosterschule warnte ihre Schülerinnen vor dem Besuch jüdischer Geschäfte. Und Kinder warnten Erwachsene auf der Straße: Gehen Sie nicht in diesen Laden! Wer weiß, ob Sie wieder herauskommen. Eine 20-jährige Jungfrau von Orléans vertraute einem Reporter an: Ich würde keines dieser Geschäfte betreten. Ein Polizist hat mich gewarnt. Das las man sogar 1969 im Spiegel bei uns. Also bei euch, weil hier ist ja der Osten, das... Da gab es den Spiegel nicht. Gab es nur Sputnik. Ihr wisst, was ich meine. Den betroffenen jüdischen Ladenbesitzern blieb die Kundschaft fern und schließlich taten sie sich zusammen und wandten sich zusammen mit dem Vorsitzenden einer Elternversammlung eines Gymnasiums, an dem die Eltern ernsthaft besorgt waren, an die Polizei. Leider war mittlerweile selbst der Polizeichef machtlos. Man hatte ihm nämlich kurzerhand unterstellt, für ein Schweigegeld von 100.000 Francs den Mädchenhandel einfach vertuscht zu haben. Sechs der Ladenbesitzer erstatteten Anzeige gegen Unbekannt und erreichten immerhin ein Dementi in Lokalzeitungen. Das zog solche Kreise, dass sogar der Vorsteher des Departements und das Innenministerium in Paris sich mit dem Fall beschäftigten. In Orléans wurde eine Kommission gegründet und die rund 100 jüdischen Familien der Stadt mussten beschützt werden. Damit wurde es einem Teil der bürgerlichen Öffentlichkeit dann bewusst, was abging, und sie wurden dadurch wachgerüttelt, aber viele eben auch nicht. Für die jüdischen Ladenbesitzer hatte das reale Konsequenzen. Geschäftsschädigung ist das eine, aber durch dieses Gerücht wurden eben auch grundlegende Mechanismen von Antisemitismus provoziert. Henry Licht, einer der betroffenen jüdischen Geschäftsführer, der als 9-Jähriger unter deutscher Besatzung einen Judenstern tragen musste, wurde von Bekannten nicht mehr gegrüßt, bekam anonyme Briefe und Anrufe. Passanten versammelten sich vor seinem Schaufenster, um einen Blick auf den angeblichen Ort des Geschehens zu erhaschen, sodass er sich fühlte wie ein Tier im Käfig. Eine jüdische Ladenbesitzerin, deren Tochter in der Schule grausige Geschichten über ihre Mutter erzählt wurden, fasste ihr Leben so zusammen: Ich bin angewidert. Mir ist klar geworden, dass man nicht das ist, was man wirklich ist, sondern das, wofür einen die anderen halten. Aber wo kommt das alles her? Wieso macht es Schnips und plötzlich ist Nazis diese Geschichte im Raum? Zum Ursprung der Gerüchte gibt es mehrere Thesen. Der Soziologe Edgar Morin machte Mädchenschulen zum Ursprungsort der Erzählung. Ich zitiere mal: Diese von den gesellschaftlichen Realitäten isolierten jungen Schülerinnen, die in einem geschlossenen Milieu lebten, sind ein günstiger Nährboden für das Aufkommen sexueller Fantasievorstellungen. Und solche imaginären Szenarien bringen verdrängte Begierden zum Ausdruck. Eine Mitschülerin erzählt ihren Freundinnen davon, als sei es ihr wirklich selbst passiert. Und die Freundinnen beneiden sie deshalb und machen es sich zu eigen. Ich weiß jetzt ja nicht. Binnen weniger Tage ist in diesem Resonanzkörper, den die Internate und Gymnasien abgeben, jedes Mädchen in das Geheimnis eingeweiht, weiß Bescheid, glaubt und erschauert. Denn die Geschichte wird ja umso leichter geglaubt, je mehr sie mit der Anziehungskraft der sexuellen Verbote spielt. Kaum kam das besorgten Müttern zu Ohren, verbreiteten sie das Gerücht dann weiter. Und dabei spielte wohl tatsächlich etwas eine ganz spezifische Rolle, nämlich die Produkte, die in diesen Läden verkauft wurden, nämlich Miniröcke. Und die waren damals noch recht neu und gewissermaßen ein Symbol für Unzucht. Schon in den Jahren zuvor protestierten außerdem Aktivistinnen in Frankreich öffentlichkeitswirksam gegen den weißen Sklavenhandel. In der Illustrierten Noir et Blanc, schwarz und weiß, ne? Also noch vor Zeiten von Shades of Grey, war dann im Mai 69 ein angeblicher Untersuchungsbericht aus Grenoble erschienen mit dem Titel Die widerwärtigen Fallen der Mädchenhändler. Und der stellte das im Roman des gerade erwähnten Stephen Barley geschilderte Szenario als Tatsachenbericht dar. Der Wortlaut klang auf wenige Ey, ich stelle mir das voll frustrierend vor. Stell dir vor, du bist Autor, schreibst da eine Krimi-Geschichte und die Leute nehmen das so wahr. Aber um Zwecke, Ziele zu verfolgen, ne? Nicht dieses: Ey, cool, die Leute finden das so geil, sondern eher ein: Ja, wir instrumentalisieren das jetzt. Das muss frustrierend sein. Abweichung ziemlich genau wie der Sensationsbericht über das dann restlos außer Kontrolle geratene Menschenraubgerücht von Orléans. Tja, meine lieben Freunde, was lernen wir daraus? Selbst Verschwörungsgeschichten kann man plagiieren.
Oh Mann. In den Jahren darauf tauchte das Gerücht von Orléans auch in anderen französischen Städten auf. Oft in leicht abgewandelter Form und nicht immer mit Anschuldigungen gegen Juden. Und ihr merkt, diese ganze irrwitzige Anekdote, die kann man nicht nur als blöden Scherz abtun. Ja, erst recht nicht angesichts des auch heute immer noch oder schon wieder zunehmenden Antisemitismus. Die Hintergründe solcher Gerüchte sind todernst und die Effekte, die sie nach sich ziehen, auch, weil sie zeigen, dass judenfeindliche Ideologie nie wirklich verschwunden ist und solche Narrative anknüpfbar sind. Noch in dem Jahr, bevor das Gerücht aufkam, hatten 20% der Franzosen laut einer Fernsehumfrage offen zugegeben, Antisemiten zu sein. Und wer jetzt meint, das ist ja schon lange her und es war vor allen Dingen nicht in Deutschland. Laut der neuesten Autoritarismusstudie der Universität Leipzig, die letzten November erschienen ist, wurden antisemitische Aussagen sowohl Ost- als auch von Westdeutschen zu großen Teilen bestätigt. Jeanne d'Arc gilt ja noch heute als Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit. Und genau die müssen halt verteidigt werden. Das zeigen auch diese Beispiele sehr deutlich. Und dass Jeanne d'Arc auch ein Symbol für religiösen Fanatismus war, das lassen wir mal jetzt außen vor. Ja, aber um diese Freiheit zu verteidigen, gehört es eben auch dazu, nicht jedes Gerücht sofort zu glauben. Erst recht nicht, wenn es voreilig, ohne jeden Beweis, Minderheiten als einzige Schuldige verurteilt. So, und für unseren letzten Verschwörungsmythos für heute gehen wir nochmal ein ganzes Stück tiefer. Nee, also zurück in der Geschichte. Also ist gar nicht so weit zurück in der Geschichte, auf jeden Fall nicht so weit wie zur Jungfrau von Orléans. Nein, wir gehen ins Deutschland des Jahres 1918. Ja, wir haben jetzt eine kleine Unterrichtsstunde zusammen und auch hier stößt man auf Verschwörungsmythen, meine Lieben. Okay. Und was für welche? Also, gut aufgepasst, es geht um die Frage: Wie zerstört man eine Demokratie? Die Geschichtsbewanderten unter euch, die ahnen vermutlich schon, worauf ich hinaus will. Wir sprechen natürlich über die Dolchstoßlegende. Und um das sinnvoll tun zu können, müssen wir mit dem Allerspaßigsten überhaupt beginnen. Fakten. Herrlich, oder? Ich hätte ja auch gerne versucht, Riesen mit ins Spiel zu bringen, aber es sind eben dieses Mal wieder nur Menschen gewesen, aber die sind auch schlimm genug. Am 11. November 1918 endete ja der Erste Weltkrieg, ja, als der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger im französischen Wald von Compiègne den Waffenstillstandsvertrag unterzeichnete. Damit waren mit sofortiger Wirkung die Kampfhandlungen beendet. Kein Blutvergießen mehr? Ich meine, das klingt ja erstmal positiv. Vor allen Dingen, weil man als Deutschland ja eigentlich ganz gut davongekommen war. Also im Vergleich zu Frankreich. Trotzdem wurde es von vielen eben nicht positiv aufgenommen. Das ist im Grunde ein bisschen wie mit der Pandemie. Solange sich keine Leichen in den Straßen direkt vor der Nase mancher Leute türmen, kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Und die Niederlage der Deutschen, die wollte so mancher nicht wahrhaben. Und schon bald behaupteten die ersten reaktionären Zeitungen, die deutsche Armee habe eigentlich gar nicht verloren, ja? Ungeschlagen im Felde, sondern sei vielmehr hinterrücks von ihrem eigenen Volk aus der Heimat heraus per Dolchstoß zur Strecke gebracht wurden. Was in diesen Zeitungen natürlich nicht stand, war, dass die oberste Heeresleitung die Resignation der Streitkräfte längst erkannt hatte. Es gab viele Deserteure, ein Durchbruch der Alliierten war längst absehbar. Und so ließ die militärische Führung über die Reichsregierung Verhandlungen und einen Waffenstillstand aufnehmen. Diese Faktenlage wurde im Anschluss dann bewusst verdreht. Das Militär sei nicht genügend unterstützt worden, so der allgemeine Tonus. Die Vorwürfe galten zunächst der Regierung, schließlich aber auch der Regierungsform an sich, ja, eben Parlamentarismus. Ah, auch der spätere Friedensvertrag von Versailles tat sein Übriges, um den Zorn weiter zu entfachen. Ich möchte jetzt nicht euren Geschichtsunterricht übernehmen. Ihr wisst, was da verhandelt wurde und wie das ausging. Das Narrativ funktionierte jedenfalls hervorragend. Ja, man hatte einen Schuldigen, dem man alles in die Schuhe schieben sollte. Das Gesuch nach dem Waffenstillstand sowie den Friedensschluss überließen die militärischen Führer den Politikern der Opposition bzw. späteren Regierung, die vor allen Dingen aus der Zentrumspartei, der SPD und den Linksliberalen bestand. Ja, wer hat uns verraten? Genau. Und das war ein cleverer Schachzug der Heeresleitung, die somit die Opposition wunderbar in Verruf bringen konnte. Gerade die, die damit am allerwenigsten zu tun hatten. Auch die Wortführer, die sind euch bekannt, das waren in den Jahren nach 1918. Und so ähnlich passiert es zur Zeit auch, ne? Unter anderem Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff, die gezielt das Bild eines an den Fronten standhaften Heeres verbreiteten, dem man in der Heimat durch Sabotage, Streiks, Friedensinitiativen und linke Propaganda in den Rücken gefallen sei. Und auch Hitler profitierte natürlich letztendlich von der ideologischen Saat, die auf diese Weise gepflanzt wurde und über Jahre wachsen konnte. Er sagte 1923 im Völkischen Beobachter, ich zitiere gerade wirklich Hitler: Wir haben uns immer daran zu erinnern, dass jeder neue Kampf nach außen mit den Novemberverbrechern im Rücken, dem deutschen Siegfried, sofort wieder den Speer in den Rücken stieße. Ja, und an der Stelle gebe ich Hitler recht, der Deutsche hat ein sehr schlechtes Erinnerungsvermögen.
Ja, das ist auch nach wie vor sehr begrenzt und wer daran zweifelt, der soll sich mal die Umfragewerte der CDU anschauen. Jedenfalls sprach Feldmarschall Hindenburg dann später vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss von einer geplanten heimlichen Zersetzung von Flotte und Heer. Er gab an, dass die deutsche Armee von hinten erdolcht worden sei. Dabei machte er die Friedensresolution von 1917 für den militärischen und politischen Zusammenbruch ebenso verantwortlich wie etwa den Munitionsarbeiterstreik von 1918. Tatsächlich hatte er aber im Oktober 1918 zusammen mit der OHL ein Waffenstillstandsgesuch gefordert und wörtlich gesagt, die Niederlage sei unabwendbar. Aber ihr habt das gemerkt, Anhänger der Demokratie und Gegner des Krieges wurden mit dieser Taktik ganz bequem zu Novemberverbrechern. Die Dolchstoßlegende kam in der Bevölkerung ganz hervorragend an. Auch deswegen, weil breite Bevölkerungsgruppen bereits sehr nationalistisch jetzt gedacht haben und von der aktuellen Situation frustriert waren. Und in solchen Situationen ist es doch hervorragend, wenn es einen Schuldigen gibt. Und so verbreitete sich der Topos mit der Zeit sogar in verschiedenen Varianten, in denen der Zusammenbruch der sogenannten Heimatfront auf jeweils unterschiedliche Ursachen zurückgeführt wurde. Und die gängigste Version erklärte, dass Vorgänge im Deutschen Reich zur Niederlage geführt hätten, dass also zum Beispiel die Rüstungsproduktion aktiv behindert worden sei. Derartige Aktionen hätten die allgemeine Moral im Deutschen Reich geschwächt und so letztendlich auch die Kämpfenden an sich, die von allem am wenigsten dafür konnten. Konkreter war dann der Vorwurf von Militaristen und Nationalisten, die Linken hätten durch Streiks, Unruhen und die Novemberrevolution das kaiserliche Regime gestürzt, um einen sozialistischen Staat zu errichten. Ha, der altbekannte Linksrutsch. Da hat er wohl seinen Ursprung. Und die dritte Erzählvariante, die bringt uns nochmal zurück zu unserer vorigen Geschichte, in dem es ja um das Gerücht von Orléans ging. Und wovon war das geprägt? Wer hat aufgepasst? Ja? Genau, Antisemitismus. Der kam natürlich auch noch ins Spiel. Und da wurde dann behauptet, die Juden hätten aufgrund ihres Erbguts gar nicht anders gekonnt, als gegen die arische Rasse zu agieren. Im Verlauf der 1920er Jahre wurden die Vorwürfe immer radikaler. Insbesondere völkische Gruppen nutzten die Dolchstoßlegende, um gegen Juden zu hetzen. Es hieß dann etwa, das internationale Judentum habe mit seinem angeblich undurchsichtigen Netz aus Unternehmen und Banken von der Niederlage Deutschlands reichlich profitiert. Nach und nach entwickelte die Dolchstoßlegende sich so zu einem Standardrepertoire der nationalen Rechten. Für viele Deutsche war die Niederlage im Krieg ein Schock. In der Kriegspropaganda war ja von Problemen nie die Rede gewesen. Viele wollten schlicht an ihren Mythos des unbesiegbaren deutschen Heeres festhalten und dafür, da kam die Legende gelegen. Man muss sich nicht mit der schnöden und unangenehmen Realität auseinandersetzen. So ein ganz großes Motiv für sehr, sehr viele Verschwörungsmythen. Einfach etwas konstruiert, um die Realität auszublenden. Speziell für Heimkehrer aus dem Weltkrieg dürfte dieses Narrativ auch schlicht eine Aufwertung des eigenen Selbstwertes gewesen sein. Das grauenhafte erlebte Leid, das erhielt auf diese Weise zumindest etwas mehr Sinn, da der Sieg ohne die vaterlandslosen Sozialdemokraten und jüdischen Geschäftemacher ja offenbar durchaus greifbar gewesen wäre. Man selbst war ja mit Blut, Tränen und Schweiß daran beteiligt gewesen, ihn möglich zu machen. Der Großteil der Zivilbevölkerung wollte es glauben. Tja, unser drittes und letztes Beispiel für heute zeigt einmal mehr, wie gefährlich es sein kann, wenn jemand die alleinige Deutungshoheit über Fakten an sich reißt und die Wahrheit verbiegt, um sie für den eigenen Vorteil zu nutzen. Dieses Narrativ aber auch gleichzeitig anderen in die Karten spielt. Ja, ähnlich wie beim Zweifel an Barack Obamas Herkunft. Und deswegen muss man sich eigentlich immer fragen, wenn man etwas hört, wem nützt es, sollte das so sein? Der Waffenstillstand war kategorisch vom Militär und seiner Führung gefordert worden, insbesondere von Hindenburg und Ludendorff. Doch diese Fakten wurden bewusst verschleiert. Ja, meine lieben Freunde, damals gab es auch schon Fake News. Und wohin sie Deutschland dann nach der Weimarer Republik führen werden, das wissen wir alle. Apropos Fake News. Wenn wir jetzt schon keine Riesen haben, dann lasst uns doch noch mal ganz kurz über Donald Trump sprechen. Als der nämlich 2020 seine Wahlniederlage mal fix ohne Beweise auf Wahlbetrug zurückführte, bezeichneten das die diverse Journalisten als eine neue Dolchstoßlegende. Erneut arbeitete ein hoher Politiker mit Lügen, um legitime demokratische Prozesse zu untergraben und sich selbst als Opfer zu stilisieren. Und so lächerlich das für uns klingen mag, dieser Mythos um die gestohlene Wahl wirkt immer noch nach. Und nur weil die Midterms kein Triumphal... Habe ich neulich ein Video dazu gesehen. Ach, das ist so... Was die Leute da denken, ist wirklich... Uff. Sieg gegen die Demokratie wurden, bedeutet das noch lange nicht, dass die US-amerikanische Gesellschaft nicht tiefgreifender ins Wanken gebracht wurde, als man jetzt
bisher annimmt und das nicht in einigen Jahren einen harten Weg in den Autoritarismus nach sich ziehen kann. Denn auch die Auswirkungen der Dolchstoßlegende haben ja ein paar Jahre geschwelt. Der Yale-Historiker Timothy Snyder kommentierte, in einer großen Lüge könne die Demokratie beerdigt werden. Und ich lege noch schnell ein Zitat von Metallicas Black Album hinten drauf. You know, it's sad but true. So, meine lieben Freunde, und mit dieser ernüchternden Erkenntnis kommen wir für heute langsam zum Schluss. Achso, eins noch. Wisst ihr übrigens, was aus dem zu Beginn erwähnten Matthias Erzberger geworden ist? Ja, also der, der die Friedensvereinbarung im Wald auf expliziten Wunsch Hindenburgs unterzeichnete und der sein Amt als Leiter der deutschen Waffenstillstandsdelegation eigentlich eher widerwillig angenommen hatte. Er wurde zur Zielscheibe für Deutschnationale und Rechtsradikale und zwar auch im wortwörtlichen Sinn. Zwei Ex-Offiziere erschossen ihn am 26. August 1921 im Schwarzwald mit 8 Schüssen, als er während seines jährlichen Sommerurlaubs spazieren ging. Die zum Mythos gewordene Legende vom Dolchstoß in den Rücken des kämpfenden Heeres gab ihm nicht nur die Schuld am verlorenen Krieg, sondern machte ihn auch zur Symbolfigur für die von vielen abgelehnte Neue Republik. Und damit beenden wir unseren heutigen Streifzug durch die Historie. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Nächstes Mal bitte. Wird es dann auch endlich ein kleines bisschen weihnachtlich. Versprochen. Denkt bitte an dieser Stelle daran, diesen Kanal zu abonnieren, damit ich für euch den nächsten Eisberg aufs Wasser hinaustreiben kann. Ab 100.000 Subs gibt es dann nämlich ein zusätzliches Thema. Mhm. So, jetzt aber bis zur nächsten Woche. Gehabt euch wohl, bleibt wachsam, lasst euch kein Dolch in den Rücken stoßen. Tschüssikowski. Sehr schön. Das war eine weitere Folge Eisberg. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Mir hat es wieder gefallen. Guckt auch auf den Originalkanal vorbei und lasst da ein Like da und ein Abo, damit wir auch noch eine zweite Eisberg-Serie kriegen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.